So, bevor mein ganz normales Intro beginnt, möchte ich euch einmal zeigen, was ich hier heute mit euch mache. Denn ich werde das mit euch gemeinsam gestalten. Nein, Stand jetzt bin ich damit fertig und deswegen kann ich es euch schon zeigen. Und ja, dann könnt ihr immer noch überlegen, ob ihr das Video gucken wollt oder nicht. Weil ich nämlich ja, 50 Minuten quatsche und dabei diese Mitte gestalte. Genau. Ihr seht, ich habe stärkere Magnete benutzt. Und sie bewegen sich noch ein bisschen. Ich muss sie noch mal ein bisschen besser aufpassen. So, also das Mittelteil, also dieses Pop-Up-Element, das kennt ihr schon. Das funktioniert schon die ganze Zeit. Und ich habe jetzt, ja, in dem Video, was gleich folgen wird, diese ganzen Seitengeschichten gemacht mit den Polaroids und mit den Ausklappteilen hier und den, ja, dem Bereich drumherum. Da hatte ich euch ja versprochen, ich mache den zweiten Teil zu diesem Pop-Up-Element hier, was hier so poppt, ne? Und ihr entsteht, also ihr seht jetzt die Werdegeschichte davon, wie das Ganze drum und dran ist. Pop-Up-Element war im letzten Video, also wenn ihr das sehen wollt, ein Video davor. Ja, das ist die ganze Herrlichkeit und jetzt geht's los mit dem Video. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Ihr seht jetzt heute hier, wie ich den zweiten Teil ja, meines Geheimprojekts, an dem, des Geschenks meiner Tochter, oder für meine Tochter besser gesagt, zusammenbastel, und zwar die Mitte. Und da habe ich schon das Pop-Up-Element gemacht, das war das letzte Video, was ihr gesehen habt. Und jetzt kommt alles drumherum. Und ich habe hier so ja, Polaroid-Höhlen quasi gemacht, gestanzt und geklebt, die ich jetzt hier mit verbasteln möchte, dass sie halt einfach Fotos da reinpacken kann. So, und ich habe mir nämlich gedacht, dass ich hier, habe ich noch so einen Streifen Stoff, dass ich diese Karten hier so mache, dass man sie so mal von mit diesem Stoff ein bisschen umklappen kann und dann hier jeweils ein Polaroid drauf ist. Na, die beiden Karten hier habe ich mir ausgesucht. Diesen Streifen werde ich halbieren. Ich weiß gar nicht, seht ihr das noch? Oh, so ein bisschen. Also, diesen Streifen werde ich halbieren. Und den Bereich How long is forever? Sometimes just one second. Werde ich hier rüber bringen. Mit den anderen, ich finde diesen Mittelteil hier nicht ganz so hübsch. Also, den würde ich hier rüber bringen. Und genauso nochmal diese weißen Polaroids. Die werde ich genauso hier arrangieren, dass man auch so ein bisschen was an dem Stoff durchsieht, wenn die nicht gefüllt sind. Ja, ansonsten habe ich einen schönen Brokatstoff hier so ein bisschen sträflichst vernachlässigt, weil ich den einfach ziemlich zugeklebt habe. Das wusste ich auch noch nicht, als ich damit angefangen habe. So ist das halt beim Junk Journal. So, jetzt ab in die Bütt. Los geht's. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, herzlich gerne. Lasst uns in den Austausch gehen. Und ja, natürlich könnt ihr euch auch, ich habe hier vorhin ein bisschen geplört, natürlich könnt ihr euch auch mal Sachen von mir wünschen. Also wenn ihr sagt, Mensch, kannst du nicht mal dieses, jenes, folgendes. So, wenn ich kann, dann könnte ich das mal tun, ne? Gibt natürlich auch Sachen, die machen mir keinen Spaß. Also wenn sich jetzt jemand wünscht, mach doch mal ein Journal für Fußballfans. Dann bin ich raus, Jungs und Mädels. Das ist dann nicht mehr meine Baustelle. Muss ich ehrlich sagen. Bin ich auch, sage ich auch ehrlich, dass wäre nicht mein Thema und das wäre auch nicht mein Spaß. So, mein Plan ist, das dahin, also hier hinter natürlich dann. Und jeweils ein bisschen offen lassen, dass man die Polaroids dann noch so halb hinterstecken kann. Was habe ich hier noch gemacht? Ich hatte ursprünglich habe ich in diesem ganzen Konglomerat jeweils drei Magnete eingebaut. Und das ging schon ganz gut zu. Jetzt kommt das Aber. Durch diese ganzen Schichten, die ich hier eingebaut habe, ziehen die Magnete nicht mehr so krass. Deswegen habe ich jetzt erstmal ja, sie aufgedoppelt. Eigentlich, ja, nicht nur eigentlich, sondern ich habe sie aufgedoppelt. Geben wir das mal genauso zu, wie es ist. Und die klebe ich jetzt nämlich als allererstes auf. So, ihr wohnt hier drüben. Und der Streifen soll dann hier auch die Magnete ein bisschen halten und die Karten hier zum Klappen bringen. Die habe ich jetzt hier einfach nur so drauf geschmissen. Ich habe mich oben an meiner Kante orientiert, genau. Also ihr seht, in der Mitte sind die. Und also oben und Mitte. Und die möchte ich jetzt erstmal hier ja, festsetzen mit Kleber.
und danach die Schicht drüber setzen, die, ja, die einfach noch ein bisschen arretiert. Im Endeffekt wird hier noch eine Stoffschicht drüber sein und eine Pappschicht und hier auf dieser Seite genauso. Deswegen mache ich das jetzt einfach so, dass ich die Magnete einmal festklebe und danach die Schicht da drüber. Das ist schön einfach. Huch. Lass mal gucken, welche Schicht ich jetzt fertig kleben muss. Ja, ist manchmal nicht so leicht mit den Fingernägeln. Ich glaube auch, dass ich mir die ein bisschen kürzen werde. Ich finde es zwar ganz schick, aber es ist furchtbar unpraktisch. Das kann ich euch sagen. So. Ja, im Endeffekt bin ich jetzt gerade dabei, die Mitte zu machen. Das heißt, eigentlich ist es nicht der Endeffekt, sondern der Mitteneffekt. Das heißt, ich mache gerade den Fototeil in der Mitte. Und ich habe die beiden Bücher rechts und links, mein Bright Side und mein Dark Side, noch gar nicht dekoriert. Was so im Prinzip nicht so schlimm ist. Jetzt kommt das Aber. Könnte man schon mal machen. So, also, ich möchte. Ich habe ja vorhin den Blumentopf runtergeschmissen. Das war eine ziemlich blöde Idee. War auch nicht geplant, muss ich zugeben. Ja. War nicht so gut. So, also ich werde hier den, also hier wird es dran sein. Das heißt, ich werde, obwohl eigentlich reicht das, glaube ich, wenn ich nur oben offen lasse, ne? Ich mir das hier so anschaue. Das ist der feste Teil, da wird hier oben das draufgeklebt. Boah. So, weil ich möchte das nämlich so machen, dass man ein Foto hinterschieben kann. Und das mache ich jetzt erstmal. Das brauche ich auch einen Moment, bis es trocknet. Wenn man nämlich sowas aufklebt wie Plastik oder Glas oder was weiß ich, das dauert dann einfach einen Moment länger. So, nicht weiter schlimm. So, deswegen machen wir das jetzt, weil dann darf das mal ein Männchen trocknen. Ja, auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen vor, die Polaroids, oder was heißt auf der anderen Seite, also auf der hier auch. Da will ich die Polaroids ein bisschen arrangieren, dass sie teilweise unter und teilweise über dem. Sag schon. Na, sag schon, hier dem Papierstreifen sind. Gerade so konzentriert, dass ich nicht mehr sprechen kann. Gibt es denn das? Ja, ich muss mir jetzt einmal kurz hier was überlegen. Ja, ich glaube, das tut. Ich habe mich ein bisschen zu viel Kleber drauf gemacht. Also ich möchte mich einfach genau dieses Quadrat da frei haben vom Polaroid und nicht dann noch irgendwie reinkleben. Das war nicht mein Plan. So, und deswegen brauche ich jetzt einfach hier, jetzt hilft mir mein Lineal, hier mein Quadrat auch frei zu halten. So. Ja, wenn man irgendwie rumsaute, muss man sich irgendwie helfen, ne? Ganz einfache Kiste. So, oder das hier, oder das hier die Klappkante ist. Ich das mal. Na, ganz dolle schräg, schief. Irgendwas kann ich es eh nicht machen. So viel Platz habe ich nicht. So. So. Ich habe nämlich lustigerweise für diese Polaroids, das war total cool. Ich habe nämlich Sachen gekauft. Rub-ons. Und die waren so eingepackt oder immer auf so eine Karte gespannt quasi, auf so eine, naja, so glänzige Pappkarte. So, und die glänzige Pappkarte sind jetzt Polaroids. Und das mit der Stanze, das hat super gut funktioniert. So, ein paar habe ich noch, so also ein paar kann ich davon noch machen. Da habe ich eine alte Bewerbungsmappe auseinandergenommen. Die hat auch neulich mal von einem Freund, der ausgewandert ist, übernommen. Und da war eine schöne Folie dabei und diese Mappen, ganz ehrlich, die benutzt man heutzutage nicht mehr. Also, wer bewirbt sich denn heutzutage noch mit einer Mappe? Wieso klebst du nicht? Das kann man auch regeln. Ich überlege gerade, was ich drauflegen kann, weil das ist halt das Ding mit dem Plastik und dem Papier. Was an sich nicht so schlimm ist, das haben wir aber zweimal. Das Problem, oder auch nicht Problem, wie auch immer.
Jetzt klebe ich jetzt auch das zweite an und dann lege ich da was drauf. Dann klebt das nämlich auf jeden Fall. So, hier werde ich das Herz auf jeden Fall mit einkleben, dass man da den Hintergrund auf jeden Fall durchsieht und man kein Foto hinterschiebt. Bei der anderen Karte hätte man das Foto auch so ein bisschen tiefer schieben können, weil man hat ja eigentlich selten echte Polaroids, die man irgendwo reinpackt, weil wenn man ein echtes Polaroid hat, dann benutzt man das. Also dann hängt man das nicht in einen Fake-Rahmen. Und deswegen ist das eigentlich okay, wenn man ein bisschen mehr Platz lässt, dass man dann so dieses Polaroid, also den, das Nicht-Polaroid-Foto in den Polaroid-Rahmen schieben kann. Jetzt habe ich hier schon wieder ein bisschen drauf geschweint. Lineal, rette mich! So wird das ein Schuh. So, es ist brüllheiß hier. Also falls ich irgendwie Blödsinn rede oder einen verwirrten Eindruck mache, jetzt liegt er im Wetter. Ich kann es heute echt mal aufs Wetter schieben. Wir haben schon einen super schönen Ausritt gemacht mit Picknick. Das war total klasse. Nur, es ist wirklich brüllheiß. So, das Ding mal jetzt andersrum. Also kippe ich quasi andersrum. Ja, und dann auch so, dass es hält, dass es nicht übersteht. Ja. So. Milady, das wird doch funktionieren. So, jetzt kann man oben Foto reinschieben. Jetzt brauche ich irgendwas Schweres oder ein bisschen Schweres, was das jetzt hier einfach an der Seite plättet. Guck mal hier. Guck mal hier, ich habe hier doch was rumliegen. Ich habe doch immer was rumliegen. Zumindest mal hier diese kleinen Dinger aufkleben lässt. So, kommen wir zurück zu unserem Projekt. Ja, also das Thema Ausreiten. Jo. War schön, war wirklich, wirklich schön. Oh, diese Hitze. Das ist echt der Knaller. Oh, ich habe eine Karte, die hier gar nicht hingehört. Ich überlege, ob ich die jetzt noch distresse. So, also. Dann mache ich das so. Auf der anderen Seite hatte ich die ja nach innen rausgucken lassen. Hier könnte ich das auch so machen. Weil nach außen rausgucken ist nicht so viel Platz. Ja, also dann müsste ich das vielleicht tatsächlich genau hier auf die Kante machen, ne? Wenn ich mir das so recht überlege. Und dann klappen diese Karten hier so rüber. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja dann, wenn es zu ist, klappt es drüber. Und dann lege ich die hier. So drunter. Kann man das hier so reinschieben? Das ist ein bisschen Gefummel, aber theoretisch möglich. Ja, was sagt ihr dazu? Hier das Ding mit dem Herz drauf packe. Eigentlich sieht man das hier unten besser, ne? Also wenn ich das jetzt hier unten so arrangiere, dass das Herz hier unten ist. Ich weiß gar nicht, seht ihr das komplett? Ich guck mal eben, ne? Ja, läuft. Läuft doch wirklich noch? Ja, läuft. Nur ein bisschen Schattenspiel vom Baum hier drauf. Ne? Das tut mir leid, ich kann es nicht ändern. So. Also wenn dies jetzt hier drunter ist und das hier drüber und das hier wieder drunter. Ja, warum nicht? Also ich werde auf jeden Fall
das hier erstmal so aufkleben, dass es quasi eine Pocket ist sozusagen. Auch wenn das nie die Pocket-Funktion so richtig übernehmen wird. So, und später komme ich dann mit diesem Streifen hier. Ziehe ich das ein bisschen rüber. Nee, mache ich nicht. Ich lege es an. Ja. So, das ist hier dann die Größe, die es auch schon hat. Okay. Ich habe einen Plan. Das sieht aus wie ein Plan. So, und genauso habe ich hier auf der anderen Seite halt dieses Schatzi, was auch hier drüber gehen soll. Was sie auf jeden Fall machen muss, ist die Außenseite hier komplett einkleben. Und ja. Attacke die Römer. Los geht's. Brauche ich nämlich zwei verschiedene Pinselstärken. Hier mal fix ein bisschen Kleber zu verteilen. Eigentlich ist die Rückseite auch total schön. Also bei diesem Papier habe ich echt geweint, wenn ich das irgendwo aufgeklebt habe, weil es einfach mal so mega schön ist auf beiden Seiten. Und das, ich hatte glaube ich im letzten Video schon davon gesprochen, wie das ist, wenn man jetzt einfach, oh Gott, das Papier, was man so gerne mag, hat man benutzt und das ist alles und das gibt es nicht mehr. Also das hier habe ich tatsächlich nochmal gefunden und habe es auch direkt nochmal bestellt. Und ich werde es auch benutzen. Vielleicht nicht unbedingt in diesem Projekt, sondern weiter. Nur. Ja, da wünsche ich mir manchmal, ich wäre Papierhersteller und könnte mir das Papier herstellen, worauf ich Bock hätte. Und jetzt kommt mir nicht mit Digitalpapier. Das ist auch schön. Da kann man auch super schöne Sachen finden. Ich habe auch hier welches benutzt. Nur diese Papierqualität, diese Haptik, die so ein Stamperia-Papier hat oder auch andere andere Designpapiere, die man wirklich so in der Hand hält, das ist schon der Knaller. Also das ist schon ein größeres Kino. So, und so begibt es sich, dass ich dann einfach manchmal ein bisschen wehmütig meinem Stamperia-Papier zuschaue, wenn ich es verbastel und dann sage auch, Mano. Das ist so schön. So, jetzt habe ich hier das Problem, dass die Magnete da natürlich erhaben sind. Ich das Papier erstmal so ein bisschen drum rumknödeln muss, dass das halt wirklich klebt und auch da drin bleibt und der Magnet jetzt nicht irgendwie da rausreißt oder so. Wobei den habe ich hier auf dem Stoff auch noch aufgeklebt. Ne? Nur bleibt es eine Beule im Papier, weil es mit den Magneten da zusammenhängt. Knödel, Knödel, Knödel. Wie löst ihr denn das? Packt ihr so einen Magneten dann in so eine, weiß ich nicht, Form, in so eine, weiß ich, Schale, irgendwas? Macht ihr euch eine Schablone dafür, dass die Magnete dann verschwinden? Das hatte ich mich vorher gemacht mit den Pappstreifen davor. Dann hatte ich die richtig angeglichen. Die Magnete in den Pappstreifen quasi eingelassen. Das war an sich eine ganz gute Idee. Nur durch die vielen Schichten ziehen die halt nicht mehr so, wie sie sollen. Zack. Eingebaut. Was mache ich jetzt hier? Hier mache ich das auch so. Hier mache ich das auch so, dass ich erst als allererstes mache ich hier so einen stabilen Streifen und dann mache ich die Seitenränder. Dazu brauche ich vielleicht einen kleinen Pinsel gleich, genau. So. Manchmal ist das ja so. Appetit kommt beim Essen, ne? Der Spaß kommt beim Basteln. Weil zu Anfang saß ich hier und hatte eine coole Idee mit der Mitte und dann hat sich die komplett zerschlagen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und manchmal, wenn man sich sowas im Geiste vorstellt, dann wirken die Sachen viel größer, als sie sind. Und dann nimmt man das Buch zur Hand und denkt so, boah, das ist eigentlich voll das große Buch. Ich sag mal so, es ist nur DIN A4. Also es ist groß, ja, schon recht. Dennoch ist es keine halbe Turnhalle, es ist DIN A4. So,
Und damit muss man dann einfach leben und arbeiten. Was dann auch heißt, dann kann ich alles realisieren, was man sich so mal schön im Geiste ausgemalt hat, natürlich ohne zu messen und ohne das Buch vor der Nase zu haben. Das ist dann die Rache. Da quatschen die Leute von einem Fenster rum, nicht ganz, aber wahrscheinlich auf der Straße irgendwo. Was bei uns ziemlich selten passiert ist, deswegen muss ich das erwähnen. Also, und das ist, wenn man irgendwo in der City wohnt oder so und viel Menschen hört, das tut man hier nicht. So, das ist doch schon sehr fein, wie ich finde. Und ich habe überall Kleber. Jetzt würde ich meine ganzen Sachen mal arrangieren, weil noch klebt das ja nicht fest. Ich könnte das jetzt so machen. Oder ich könnte das, Moment. Ich muss das ja so machen, dass ich irgendwie auch das Foto da reinzirkeln kann. Ne? Also hier kann man es reinstecken und rausholen. Dafür muss das aber nach unten. So. Und was machen wir hiermit? Das wollte ich eigentlich wieder hier drunter stecken. Also, dass man das nach oben rausziehen kann. Ja, dann wärst du eigentlich jetzt erstmal an der Zeit, das hier als erstes, das hier als zweites, das hier als drittes zu kleben, ne? Gucken wir mal. Das bringe ich mir erstmal ein bisschen hoch. So, jetzt brauche ich wieder meinen kleinen Pinsel, damit ich wirklich die Kanten treffe. Weil ich muss ja immer noch darauf achten, dass ich irgendwie die Möglichkeit habe, da auch Fotos reinzupacken. Was ist denn das hier eigentlich? Wieso habe ich hier irgendwas auf der Hülle. Sieht nach Kleber aus, geht auch ab. Ist schön. Also ich muss echt sagen, diese Polaroids hier zu basteln, das hat voll Spaß gemacht. Das war wirklich wirklich erheiternd. So, was ich dann natürlich noch machen sollte, was schön wäre natürlich zum Geburtstag, ist halt, wenn ich von ein paar Freundinnen von Fee ein paar Fotos kriege und die dann hier rein organisiere. Die zeige ich euch allerdings nicht. It's private, you know. So. Jetzt wird's ernst. Die Luft an. Es funktioniert. So, oben die Kante, so darf ruhig auf der Kante sein. Das ist völlig fein und in Ordnung. So, das gefällt mir sehr gut. Der Wohnort dort gefällt mir sehr gut. Jetzt machen wir das nächste. Obwohl, machen wir das nächste? Ja, sonst kann ich ja das hier nicht machen. Dann muss ich aber oben auf jeden Fall schauen, dass ich die Kante da anklebe. Weil sonst kriege ich die nicht mehr hochgehoben. Wenn ich erstmal den Polaroid in der Mitte mit drauf geklatscht habe, dann kriege ich das ja nicht mehr angehoben. So, ich mache das ruhig ein bisschen breiter und stabiler. Zack. Das darf ja weiter eine Pocket bleiben. Das heißt, man könnte theoretisch hier dann noch was drauf packen. Aber hier in der Mitte wird das Polaroid. Die Pocket dann teilen, festhalten, wie auch immer. So. Wie schaut denn das bei euch aus? Habt ihr auch solche Projekte, wo ihr einfach irgendwie sagt, oh, ich habe jetzt zwei Bücher, ich mache jetzt hier. Mache ich mal so, fange ich mal an, wird schon irgendwie, ach, man könnte ja Fotos in der Mitte machen, ja, so ein Pop-Up-Element wäre ganz gut.
Also, Frage dahinter. Pirscht ihr euch auch so ran an Projekte, dass ihr einfach mal anfangt und mit einer losen, lockeren Idee startet, sondern Motto, hey, ich habe Material, könnte das und das draus werden, wäre eigentlich ganz cool. Und dann wird irgendwie ein ja, wesentlich größeres Projekt oder wesentlich anderes Projekt draus, als ihr eigentlich ursprünglich mal lockerlose angedacht habt. Oder seid ihr die, die durchplanen und durchziehen und nichts dem Zufall überlassen? Ich kann das ganz gut, also weiß nicht, Zufall, weiß ich nicht, da schalten sich jetzt wieder die Geister, ne? Zufall, Schicksal, was auch immer. Mal, so habe ich da direkt drauf, was soll das? Da braucht er nicht sein. Du brauchst da nicht sein, nein, nein. Finde ich nicht witzig. Der ist zwar lose, ne? Aber da muss er trotzdem nicht drunter sein. Jetzt brauche ich das doch mal nicht mehr halten. So, das hält jetzt hier. Das heißt, man kann an der Stelle das Foto reinstecken. Also hier so. Da so. Ihr wisst, ne? Also jetzt sind mir meine Fingernägel wieder im Weg. Das hier wird eher am interessantesten, wie man dieses Foto befüllt. Aber das ist es ja alles. Es ist ja nicht super starr. Es ist ja ein Stück weit flexibel. So, zurück zu chaotischen Projekten. Nein, eigentlich sind sie gar nicht chaotisch. So, um genau zu sein, sind sie nicht chaotisch. Sie sind nur nicht komplett durchgeplant. Die entstehen aus einer fixen Idee und werden ziemlich coole Projekte, aber immer anders, als ich sie mir irgendwie gedacht habe. Oder ne, man hat so eine Idee, man könnte jetzt was tun. Zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein schönes Beispiel, was jetzt nicht ein Basteldings ist, das hat aber mit meinem Bastelzimmer zu tun. Ich habe in einem Restaurant so fliegende Regale gesehen. Also die hingen unter der Decke mit zwei Strippen, lag so ein Brett quasi in den zusammengeknoteten Strippen. Ja, eins vorne, also eine Schlaufe vorne, eine Schlaufe hinten und das Brett, das schwebt dann da so vor sich hin. Super cooles Regal, hängt mitten im Raum, ist so ein bisschen Raumteiler, standen auch Pflanzen drauf oder Blümchen oder eine Vase oder was weiß ich, so ein bisschen Tinnef. Fand ich mega. Wollte ich auch. Habe ich auch. Also, Stand jetzt, habe ich auch. So, jetzt muss ich mal kurz drunter zirkeln, bevor ich hier weiter quassel. Zwar ohne alles mit Kleber einzumanschen. Elend und Verzweiflung. So, ich muss nämlich zusehen, dass ich die obere Ecke da raushalte, ne? Also, sonst kann ich das Foto nicht mehr einbauen. So darf es doch sein. So wollte ich es doch haben, dass man hier oben dann noch das Foto reinstecken kann. Ein Traum in Dosen. So, also ich wollte so ein Brett haben hier über meinem Sideboard, wo meine Bastelsachen drin sind. So, aber mehr habe ich mir dazu gar nicht gedacht. Außer, ja, ein oder zwei hier in meinem Zimmer wären schon echt cool. Also mal abgesehen davon, ich habe Platz, um was abzulegen, ne? Also das wäre schon schick. Ja, dann habe ich mir einfach mal losgelegt. Ne? Dann habe ich gesagt, mein lieber Mann, mach mir doch mal ein paar Löcher in die Decke. Ja, ich kann das auch selber, schon klar. Nur ist das einfach so, dass er da mit dem großen Equipment anrückt und das dann so richtig macht. So richtig, richtig schick und haltbar. Und das hält wahrscheinlich, hängt das Regal hier noch, wenn der ganze Rest des Hauses zusammengestürzt ist. Ja, nur dann habe ich so ein bisschen angefangen. Wie lang könnte es denn sein? Ja, ich habe jetzt eins, das ist irgendwie 1,10 Meter. Habe ich erstmal irgendwie ein Brett mitgenommen und erstmal ausprobiert. Hängt jetzt, habe auch schon was draufgestellt. Wenn ich mal so recht betrachte, das hängt hier so über meinem Schreibtisch. Bisschen zurückversetzt über dem Sideboard hinter dem Schreibtisch. Und ja, wenn ich mir das so recht überlege und recht betrachte, könnte das ein bisschen länger sein. Das heißt, ich werde morgen rausgehen und mir ein anderes Brett suchen. Und ich nehme jetzt einfach erstmal irgendwelche Tüdelbretter. Ne? Also ich das nicht schön, nicht lackiert, nicht geölt, nicht irgendwas. Es ist einfach nur ein Brett, so ein Stück Bohle oder irgendwas. Also es ist eigentlich auch
Das, was ich mir jetzt geschnappt habe, ist viel zu dick. So. Aber es symbolisiert schon mal das Projekt, was ich eigentlich haben will. Na, und man schüttelt dann immer gerne mal den Kopf und sagt, oh Gottes Willen, kannst du es nicht zu Ende durchplanen und dann machen wir das gleich richtig. Eigentlich kann ich das, ja, natürlich kann ich das, aber das macht mir Spaß. Nö. So das anzugehen, wie ich das jetzt gemacht habe. Also ich habe hier, sag mal, ich habe erstmal Haken an der Decke und kann damit erstmal wirtschaften. Also ich wusste, dass ich das parallel über mein Sideboard hängen wollte. Und ja, das war's. Ehrlich gesagt, war's das. Und es muss stabil genug sein, dass es ein paar Bastelsachen und ein, zwei Blümchen tragen kann. Also hier so ein Ranke gedönst, wie so ein Efeu oder so. Das war der Plan. So, und der ganze Rest, ja, gucken wir mal, ne? So, und so pirsche ich mich dann ran, bis es mir gefällt. Also wie gesagt, ich werde mal rausgehen und werde das Brett, was jetzt 1,10 hat, ich habe jetzt draußen noch eins stehen, das hat 1,30. Also eigentlich wäre mir am liebsten, wenn ich mir das jetzt so angucke, wären mir so 10 cm breiter, also 10 cm länger, 5 cm breiter lieber. Das habe ich jetzt nirgendwo rumfliegen. Also wird es so sein, dass ich mir erstmal das nächstgrößere schnappe, hinhänge und mal gucke, wie es aussieht. So, aber das ist einfach meine Vorgehensweise. Man würde das erstmal ausmessen, eine Zeichnung machen. Ja, genau überlegen, was wo sein soll und warum. Und dann würde dazu übergehen. Dann würde dazu übergehen, das dann sich die Materialien zu suchen und das aufzuhängen. Ich mache das ein bisschen anders. Naja. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das ist nicht so ein Ding zwischen Mann und Frau. Also ich kenne auch viele Frauen, die wirklich sehr akribisch und durchdacht an ihren Sachen arbeiten. Wenn ich in der Arbeit was mache, dann tue ich das auch. Überlege ich mir schon, wie ich was angehe, in welcher Reihenfolge, mache mir auch eine Zeichnung, plan irgendwas. Und gehe da auch strategisch ran. Nur irgendwie habe ich da in meiner Freizeit keine Lust drauf. Also gerade wenn es um so kreative Sachen geht. Auch mit dem Buch hier. Ja, ich wusste, ich habe die Bücher und ich wusste, ich will die irgendwie zusammenbauen. Irgendwann kam mir die Idee mit Bright and Dark Side, ne? Also was machst du mit zwei Seiten? Yin und Yang, die Energien und so weiter. Und welches Thema willst du überhaupt haben? Und dann kam meine Tochter mit einer Idee. Ich hätte ja schon ganz gerne mal irgendwie so ein Vampir-Journal, aber dann hat sie von Dani ein paar Sachen gesehen. Boah, ist mir schon ein bisschen gruselig. Und daraus wurde dann die Dark Side. Die ist düster, ohne so richtig gruselig zu sein. Ihr habt ja schon, oder vielleicht habt ihr schon die Projektvorstellung gesehen. Und damit auch einfach, was euch in dem Buch erwartet oder was Fehlern halt in dem Buch erwartet. So. Ja. So ist es gewachsen und hat sich entwickelt, ist geworden zu dem, was es jetzt ist oder auf dem Weg zu sein scheint. Und es werden mir auf dem Weg weiterhin Sachen und Ideen begegnen. Genauso wie mit meinem Regal. Deswegen, ich finde das auch wunderbar, wenn ihr Sachen von mir kopiert und sagt, oh cool, Araya hat da was gebaut, gebastelt, gemacht. Das gefällt mir total. Ey, macht das nach, macht das zu eurem. Macht euer eigenes Ding da draus. Voll gut. So. Jetzt habe ich nämlich hier noch genug. Ja, wenn das dann jetzt hier richtig klebt, ne? Also es dauert ein bisschen. Ich darf den Kleber jetzt natürlich nicht überfordern. Jetzt lassen wir das erstmal ein bisschen ruhen. Dann habe ich hier auf jeden Fall genug Platz, dass das hier flippt. So, das gefällt mir schon mal mega. So, und jetzt habe ich die drei Polaroids für die andere Seite hier am Start. Ah, manchmal löst sich doch. Ich wollte gerade sagen, es sollte sich lösen. Nein, es sollte sich nicht lösen. Manchmal löst sich. Habe ich nicht genug geklebt. Ich habe auch. Ich muss auch gestehen, ich habe
Ich habe alles Kleber genommen. Und diese glänzende Pappe. Mein Gott, ist das echt schon leer? Die glänzende Pappe auf die Folie zu bringen. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen, wer weiß. So, einmal kurz repariert. Einmal kurz repariert. So, letztes Jahr habe ich Fees Geburtstagsgeschenk in Schweden gebastelt. Auf dem winzig kleinen Schreibtisch, wo der eigentlich noch niemals Stehentisch war. Das war auch ein großer Spaß. Ich hatte zwar riesig viel Platz, also Platz zum Sachen ausbreiten und so, aber ich hatte keinen Platz auf dem Tisch. Das heißt, ich musste mal gut überlegen, was ich auf meinen Tisch lege und was nicht. So, Katzenhaare möchte ich jetzt nicht unbedingt auf meinem Projekt haben. Die können sich jetzt mal woanders hin bewegen. Ach. Ja, das ist elektrostatisch aufgeladen. Und mit den Fingernägeln kriege ich es auch nicht runter. So ein Stück Kleber runter, aber dann saue ich mir das Ding voll. Lustig, dass ich dieses Katzenhaar gar nicht zu greifen kriege. Jetzt, wenn man flucht, dann geht's. So, ja, ich sehe schon, der Programmkleber klebt das irgendwie besser als der. Na. Egal, sei es so. So, hier wollte ich das Herzchen in die Mitte bringen. Hätte ich überlegt, dass ich das so mache, dass das in der Mitte rüber steht. Das sometimes aber noch sichtbar ist. Ein bisschen, eigentlich ein bisschen wie da drüben. Nur irgendwie anders. So, das muss schon so sein, dass man das Herz noch sieht, finde ich. Ein bisschen schräger. Ja. Muss ich da irgendwie. Na, was sagt er? Da kann man noch mal leben, oder? Auf jeden Fall beides Mal ist der Stoff so ein bisschen sichtbar. Gut, wenn die Fotos da drin sind, dann haben wir nur noch so ein bisschen Rahmen, aber mein Gott, sei es drum. Let's begin. So, jetzt muss ich mir die Karte da oben gar nicht weghalten. Ich bin ein bisschen rüber, dass ich da drauf komme. Ja. Das gefällt mir. Ja, gut, also das ist halt mein. Das Kreuz und die Gabe der Scanner an der Stelle. Ja, ist es wirklich on the fly irgendwas zu machen. Und ja, mal zu gucken, was passiert. Und dieses mal ein Projekt zu integrieren, also zu sagen, hey, das kann ich jetzt. Das ist sowieso das Größte oder sag mal das, was Spaß macht, zu sagen, hey, cool, kann ich jetzt? Ja, her mit dem nächsten, mit der nächsten Herausforderung. Na, dann kommen andere Leute an und sagen, Mensch, willst du das nicht noch ein bisschen üben? Willst du nicht noch ein bisschen besser können? Ich glaube, Scanner insgesamt sind nicht so für Perfektion gemacht. Die machen zwar echt coole Sachen, also jedenfalls die, die ich kenne, sind aber nicht dafür geeignet, das bis zum Erbrechen in Perfektion umzusetzen. Die sind für einen coolen Effekt, die haben Spaß, freuen sich einen Keks, wenn es funktioniert. Und dann, ja, mit der nächsten Herausforderung. Irgendwie gucken, dass das hier vernünftig klebt. Ich habe nur so einen ganz dünnen Klebestreifen und es klebt auf dem Stoff.
Ich will das ja insgesamt hier irgendwie ankleben und dann kann ich ja immer noch irgendwie was, keine Ahnung, was Schweres drauflegen, so ein Atlas oder so. Das kann ich ja dann immer noch machen, aber erstmal, ja, das klebt halt natürlich auf Papier, klebt es leichter. Ganz klarer Fall, ist auch nicht verwerflich. So. Das ist das Thema Scanner, so vielseitige Begabung bzw. vielseitige Interessen. Muss nicht unbedingt sein, dass dabei eine Begabung rauskommt. Aber Spaß und Interesse an vielen verschiedenen Sachen. Nur, weiß ich nicht, ob man einen Scanner erlebt, der wirklich in Perfektion, was weiß ich, zum Beispiel Gitarre spielt, wenn was Einfaches. Also, ne, einfach her als, keine Ahnung, Geige oder sowas. Oder was Alltäglicheres, sag ich mal so. Es gibt garantiert Scanner, die richtig gut Gitarre spielen, aber wahrscheinlich spielen sie dann noch Bass, haben irgendwie Bock auf Schlagzeug und singen können sie auch noch ein bisschen. Vielleicht haben sie noch so einen kleinen Hang zu Percussion dazu. Ja, jedenfalls sind das die Scanner, die mir so über den Weg laufen. Nein, du klebst jetzt hier nicht auf dem Papier. Ist nicht da. Da darfst du kleben. So ist brav. Feines Polaroid. Guck mal an. Und hier oben ist dann. Kann man ein Notfoto reinstecken? Lustig, reinstecken. Kann man jetzt doppelt durchsehen? Nein, bitte nicht. Wir hatten nicht nur neulich, sondern schon öfter eine lustige Unterhaltung, mein Mann und ich, über das Wort einstecken. Also wenn wir irgendwie irgendwo hingehen und ich frage ihn, soll ich dein Portemonnaie einstecken? Dann lacht er sich kaputt. Muss dazu sagen, mein Mann kommt aus dem Bergischen Land, hier aus dem Norden. Und irgendwie scheint es da das Wort einstecken nicht zu geben, beziehungsweise nicht in dem Zusammenhang Sachen in die Handtasche zu packen zum Beispiel. Wieso ist da jetzt nachher hinter? Du sichtbar? Hinten schon, aber hinten wird geklebt. Nein, ist auch voll nicht sichtbar. Gut. Also, das Wort einstecken. Also soll ich. Hast du noch eine Hand, also eine Jutebeutel einstecken? Oder warte, ich stecke mal eben was ein. Der lacht sich kaputt. Ich weiß nicht warum. Für mich ist das ein völlig normales Wort. Also es ist ja nicht mal so ein spezielles Wort. So, also nicht mal so ein Kosewort oder sowas. Das steht im Duden. Es gibt es. Man kann es verändern. In die verschiedenen Zeitformen setzen. Und alle meine Freundinnen sagen das auch. Zum Beispiel, oh, ich habe einen Regenschirm einstecken. Oder, keine Ahnung. Wie das beste Beispiel ist immer noch das Portemonnaie. Soll ich dann Portemonnaie einstecken? Wenn man so zwei zum Beispiel auf ein Konzert geht und nur einer hat eine Handtasche mit, soll ich dann Portemonnaie einstecken? Da würde mich wirklich, wirklich brennend interessieren. Wie seht ihr das? Also kennt ihr dieses Wort? Und wie findet ihr dieses Wort? Also ist es für euch genauso lustig wie für meinen Mann? Oder ist es für euch ein ganz normales Wort, was man einfach benutzt? Okay, ich kann ihn nicht mehr schieben. Ja. Würde mich wirklich, wirklich, wirklich brennend interessieren. Zumal das in meinem Umfeld echt viele Leute benutzen. So. Zack. Also es scheint echt besser zu halten jetzt. Eben war es hier so ein bisschen bockig. Das Ding mit dem Stoff. Wobei hier steht es auch noch ein bisschen. Warum stehst du hier ab? Was soll das? Frechheit. Naja. Na gut, dass man nochmal so einen Kleber einstecken hat, ne? Für mich ist das jetzt hier, also mein Kleber ist fast alle.
Wie ich ja letztes Mal beim Video schon erwähnt habe, kriege ich so gleich die Panikanfälle, wenn mein Kleber alles. Aber ich habe noch welchen im Schrank. Das beruhigt mich dann immer schon. Nur wenn ich jetzt hier mit einem Videodreh bin, dann habe ich ehrlich gesagt keine Lust, mit euch an den Schrank zu gehen und den Kleber zu holen. Dabei weiterzureden. Ich mache einfach, wenn der Kleber alle ist, eine neue Dose auf, die neben mir steht. So, ihr kriegt heute hier ein bisschen Quatschbuffet, ne? Ich erzähle euch einen vom Nichtpferd, von Einstecken, von Sachen in Taschen, um mal dabei zu bleiben. So, jetzt möchte ich, jetzt drehe ich den Schatz mal. Ich werde zwischendurch mal kurz schauen, ob die Aufnahme noch läuft, nicht, dass mein Handy weint oder so. Ja, sie läuft noch und wir sind bei 45 Minuten. Ein Traum. Weil manchmal heult ja mein Handy, seht die Kante unten? Ja, gut. Dann heult es, weil der Akku leer ist oder keine Ahnung. Speicherplatz voll ist auch ganz beliebt. Da habe ich auch einen großen Speicherplatz, aber irgendwie. Ja, ich versuche halt in HD aufzunehmen und euch das auch rauszuschicken, ne? Und das ist, braucht halt ein bisschen Platz. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen, dass ihr meine Videos in guter Qualität bekommt. So. Wer so sagt, hat noch mehr zu sagen. Jetzt habe ich auf jeden Fall hier schon echt einen coolen Fotobereich, ne? Boah, ich würde das, also das ist schon wieder so ein Ding, was ich am liebsten selbst behalten würde. Hier irgendwas irgendwo rum. Irgendwas irgendwo hängen. Wo mal. Irgendwo sperrt was, aber wo? Ich weiß. Ah, es hält. Ein Traum. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Muss ich mal gucken, wie ich das mache, weil diese Kante hier, die hier, bleibt an dem Polaroid hängen. Vielleicht mache ich da ganz unauffällig einen kleinen Klebestreifen drüber. Weil das wischt, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, es wischt da drüber. Das Schöne am Scotch-Tape ist ja, dass es wirklich nahezu unsichtbar ist. Man da keine Kleberpfoten drauf packt und so, dann ist das nahezu unsichtbar. Wenn ich jetzt einfach so ein Stückchen nehme und ach fuck, jetzt habe ich das hier festgemacht. Ungünstig. Wenn ich jetzt einfach ein Stückchen Tape nehme und da quasi drüber gehe, dass es da nicht mehr hängen bleibt, dann müsste das eigentlich sich gleich im Wohlgefallen aufgelöst haben. Muss ich nur mal genau die Stelle finden. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auf dem Video vernünftig sehen könnt. Also gucken wir mal, ob das Stück jetzt heilen kann. Ja, auf jeden Fall besser. Rutscht es zwar so ein bisschen über die Scotch-Tape-Kante, aber die kann man ja fast verschwinden lassen. Ja. Läuft bei uns. Läuft bei uns. So, und hier könnte man theoretisch hier noch was verschwinden lassen, da noch was verschwinden lassen. Ob man das macht, keine Ahnung. Ob ich es vielleicht festklebe, muss ich mir überlegen. Weil es ist ja schon ein bisschen puffig hier irgendwie. Also das hier geht. Andererseits, na, ich denke mal drüber nach. Man muss ja nicht gleich alles auf einmal machen. So, jetzt gucken wir mal uns
denn hier passiert eigentlich? Was genau ist hier passiert? Ich habe hier irgendwie... irgendwie habe ich hier drauf rumgeschmiert. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall mit Kleber, der da eigentlich nicht hingehört. Warum eigentlich? Ja, Leute, ich bin gleich wieder im Bild. Ich muss noch einmal ganz kurz hier Polaroid retten. Das ist jetzt natürlich wunderbar klebt, da wo es kleben soll. Ja, okay. Und das ist fein. Egal. Irgendwas ist immer, ne? Irgendwas ist immer. And live to be the show and gaze with a time. So rum? Oder so? So. Tja, ich glaube, so ist ganz nett, oder? Sagt ihr. Dann noch so ein bisschen höher. Ein bisschen Abstand hat und damit ein bisschen Abstand lassen. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir, so wie es ist. Es ist schon ziemlich vollgepackt, ne? Also machen wir uns jetzt hier mal keine Illusionen. Das ist schon echt vollgepackt. So. Jetzt möchte ich gerne, dass dieser Stoff ganz artig ist und nicht hier drauf flappt, während ich hier am Kleben bin. Ganz brav. Kann sich das Leben auch wirklich schwer machen. Rajas kleine Lebensschule. Es ist sowieso, also ich muss wirklich sagen, wenn ich jetzt hier mit euch quatsche oder euch was vorquatsche, weil ich kriege ja keine Antwort. Wenn ich euch jetzt hier was vorquatsche, dann hier und da merke ich, dass ich ins Stocken gerate mit dem Sprechen, weil ich gerade so konzentriert bin. Und meine lustige Angewohnheit, also die ich selber an mir lustig finde, ob ihr sie lustig findet, keine Ahnung. Meine lustige Angewohnheit, ach guck, funktioniert sehr cool. Dass ich den Pinsel mal zwischen die Zähne nehme, zwischendurch, wenn ich mal kurz hier jetzt was irgendwie Wurstel und dann fertig bin mit Wursteln oder dann fertig bin mit Kleben und ja, eigentlich gleich den Kleber wieder brauche, dann klemme ich mir den Pinsel mal zwischen die Zähne. Den Impuls habe ich auch, wenn ich mit euch spreche. Allerdings kann ich da nicht sprechen. Also lasse ich es dann, aber der Impuls ist kurz da. Der Verstand sagt dann, bist du doof, das funktioniert nicht. Und dann lasse ich es. Ich merke dann manchmal auch, wenn ich ja sowas etwas Kniffligeres, Aufwendigeres mache oder auch was ich mir vorher noch nicht so hundertprozentig ausgedacht habe, ne? Also was ich nicht hundertprozentig geplant und überlegt habe, was ich ja nicht häufig tue, dann komme ich beim Reden ins Stocken und red dann vielleicht auch mal irgendwie Mist oder so. Oder halt irgendein Käse vor mich hin, der völlig irrelevant ist. So, also man kann die auch einzeln umklappen. Das funktioniert. Oder halt zusammen. Voll gut. Voll die geile Idee. Ich freue mich voll. So. Freude, Freude. Liebe Leute, ich habe das, was ich hier machen wollte, geschafft. Ich glaube sogar unter einer Stunde, oder? Oh ja, unter einer Stunde. Ich bin selbst begeistert. Mega, mega. So, jetzt freue ich mich erstmal, dass ihr mir beim zweiten Teil des mittleren Bereichs zugeschaut habt. Ich freue mich auch total gut, dass das hier funktioniert hat, wie ich das haben wollte. Oder, sag mal, es funktioniert, wie ich die Teile denn zusammengesetzt habe. Eigentlich wollte ich es irgendwie anders haben, aber so ist es auch schön. So ist es anders schön, ne? Sagt der Jutta auch immer. Es ist anders schön. Wunderbar. Hat total Spaß gemacht.
Ich gehe jetzt einfach dazu über, mir die Sachen für den nächsten Teil rauszusuchen und guck mal, ob ich dann einfach mit euch weitermache. Ne? Aber dieses Ding ist jetzt erstmal vorbei, zu Ende, fertig, fertig, die Mitte ist fertig. Jetzt kann ich Fotos suchen gehen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart und mich hier mental unterstützt habt, ich euch was erzählen durfte. Ich hoffe, das war nicht zu verwirrend oder nicht zu zusammenhanglos. So. Und ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, mir hier beim Wuseln und Basteln zuzuschauen und zuzuhören. Ja, ich würde echt sagen, geht an euren Basteltisch, macht da was Cooles, habt Spaß und bis demnächst in diesem Kino.